Also ich bin ganz normal von Büchenau die Kreuzung rechts nach Brüssel gefahren, weil ich mich mit ein paar Freunden treffen wollte, dass wir einen Grenzgängertreff sehen. Aber dann habe ich auf der Gegenfahrseite ist mir ein Auto entgegengekommen, das Schlangenlinien gefahren ist, also nicht mehr normal gewesen, hat mich fast umgefahren. Also es waren, glaube ich, gerade noch 20 cm Platz zwischen Lenker und Auto. Dann bin ich direkt umgedreht, nachdem ich gesehen habe, dass sie weiterhin Schlangenlinien fährt. Und auf der Autobahnbrücke von Brüssel nach Büchenau ist sie dann gegen die Leitplanke gefahren und weiterhin normal gefahren mit ungefähr 50-60 km/h. Ich war hinten dran, habe versucht, die Polizei anzurufen, aber es ging leider schwer auf dem Motorrad. Und dann bei der Kreuzung vor Büchenau war die Ampel rot, war noch ein weißes Auto gestanden. Hätte sie fast umgeräumt, aber der konnte schnell reagieren und ist schon Rückwärtsgang weg. Dann ist sie gerade durch die rote Ampel, also war auch richtig knapp gewesen. Und ist weiterhin gefahren gegen die Leitplanke, gegen die weißen Pfosten. Und dann am Ende kam leider nach Friedrichsthal Richtung Karlsruhe ein Auto auf der normalen Seite entgegen und dann ist sie da reingefahren. Dann bin ich direkt hingerannt und habe versucht, die Tür aufzumachen, aber es hat leider nicht geklappt. Und jetzt ist halt Polizei, ein Krankenwagen, alles da und die Frau hat wahrscheinlich eingeschlafen, Demenz oder irgendwas in der Art. Wenn ich schon mal so eine Erfahrung hatte, da musste ich ausweichen und hatte dann einen Unfall und da ist die Person einfach weitergefahren. Dann habe ich mit meinen Verletzungen, mit dem kaputten Motorrad langsam heimgefahren. Deswegen dachte ich mir sofort, ich muss umdrehen, muss da irgendwas machen, weil da kann noch viel Schlimmeres passieren. Und das heißt ja auch immer, dass die Motorradfahrer nie auf den Verkehr achten und alles, aber gerade um auch noch ein Zeichen zu setzen, dass es nicht so ist. St. Leon Roth, der Baggersee. Da ist Querdi gewesen von Grenzgänger und da wollten wir hinfahren zu dritt, Fotos mit ihm machen oder vielleicht ein Autogramm. Das ist so ein großer YouTuber, Motorradszene halt und da ich Motorrad fahre. Aber leider klappt das heute halt nicht. Wir wurden heute Abend alarmiert zu einem schweren Verkehrsunfall auf die L65 zwischen Friedrichsthal und Blankenloch. Die genaue Örtlichkeit war bei der Alarmierung noch nicht bekannt. Wir sind ausgerückt mit den Abteilungen Stück, Friedrichsthal und Stafford. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle stellte sich die Situation so dar, zwei Pkw waren frontal zusammengestoßen. In einem Pkw war eine Frau eingeklemmt, also die Fahrerin eingeklemmt. In diesem Pkw befand sich auch noch ein Hund. Im zweiten Fahrzeug war eine weibliche Person, die jedoch sich selbst befreien konnte und dann von der Feuerwehr erst versorgt wurde.